Beim Landratsamt Reutlingen arbeiten rund 1000 Menschen. Damit die auch alle fit und dynamisch bleiben, richtete die Behörde den mittlerweile bereits 5. Gesundheitstag aus, bei dem die Mitarbeiter bezüglich ihrer Gesundheit so einiges ausprobieren konnten und das abseits des Tagesgeschäfts. Und wir waren für Sie dabei. Die Mischung macht's. Bewegung, Ernährung, Entspannung. Das Motto des Gesundheitstages war Programm. So konnten die Mutigen die Kletterwand im Innenhof erklimmen und hier ihr Können unter Beweis stellen. Für die, die die Gesundheit lieber etwas ruhiger erleben wollten, gab es unter anderem die Chance, den eigenen Rücken checken zu lassen. In Sachen Ernährung konnten die Mitarbeiter einmal den Thermomix ausprobieren oder sich über die Gesundheit der eigenen Zähne informieren. Sie können Blutzucker messen, Sie können Sehtest machen, Sie können Angebote wahrnehmen, wie kann ich mir das Rauchen abgewöhnen, Sie können Massage erhalten, Sie können Wanderungen machen, also attraktive Angebote, die auch ein Impuls sein sollen und Bestätigung sein sollen, dass es wichtig ist, sich um sich und um seine Gesundheit zu kümmern. Ziel der zahlreichen Angebote war es, jeden anzusprechen und dafür zu sorgen, dass die rund 1000 Mitarbeiter sich mit ihrem Wohlbefinden auseinandersetzen. Dieses Ziel zu erreichen und einen Gesundheitstag für so viele Menschen auf die Beine zu stellen, ist nicht die einfachste Aufgabe. Durch das, dass wir frühzeitig mit der Organisation begonnen haben, war das tatsächlich ohne große Komplikationen möglich. Natürlich muss man auf so kleine Gegebenheiten reagieren, die so einen Tag vorher anstehen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. So ist eine bunte Mischung zusammengekommen. Unter den Ausstellern fanden die Mitarbeiter der Behörde sowohl ihre Kollegen als auch verschiedene Unternehmen aus der Region, die sich alle in irgendeiner Weise auf das Thema Gesundheit spezialisiert hatten. Einer der Partner im Bereich Bewegung ist Peter Hartmann. Er ist Inhaber des Unternehmens eMotion Flitzer und hatte auf dem Innenhof des Landratsamtes einen Segway-Parcours aufgebaut. Seine Firma bietet Segway-Touren an, die durch das ganze Biosphärengebiet gehen. Beim Parcours im Innenhof konnten die Mitarbeiter einmal ausprobieren, wie es sich mit so einem Gerät fährt. Also die Bewegung ist eigentlich, wenn man den Parcours sich jetzt anschaut, sehr enge Kurven. Und da geht es um Carving-Bewegung. Ist ähnlich wie beim Skifahren, dass man das aus der Hüfte und aus den Waden, aus den Schenkel praktisch rausdrückt. Wichtig sei es, sich erst einmal auf den zweirädrigen Flitzer zu wagen. Wenn die angehenden Segway-Fahrer dann auf dem Gefährt stehen würden und 1 bis 2 Runden gedreht hätten, seien die meisten begeistert.